aufgrund des gegebenen Anlasses, da wir jetzt immer mehr, da ich jetzt mir immer mehr Gerüchte höre, dass eventuell eine weitere Entschuldigung kommen wird, gucken wir uns heute die ganze Reihe von Mimi gegen Apo Red an. Haben wir jetzt schon die ersten 6 Folgen geguckt. Es geht rein in die etwas gottloseren Folgen. Jetzt geht's da dann deutlich los, dass da hier auch private Nachrichten geleakt wurden. Das war im Vergleich zu den ersten paar Episoden schon unter der Gürtellinie. Egal, wir gehen trotzdem rein und empfinden das nochmal alles nach und ordnen das auch dementsprechend nochmal alles ein. Halt durch den Algorithmus und kann im Nachhinein immer irgendwie mit den AGBs untermauert werden. Auch wenn. Halt! So. Jo Leute, Entschuldigung 9 erscheint am Donnerstag. Das wird nochmal ein ganz anderes Level und geht noch viel tiefer als Entschuldigung 7 und 8. Das kann ich schon mal versprechen. Apropos Teil 7, ich hatte den eigentlich schon mal gereuploadet. Die Ursprungsversion musste ich nach 25 Tagen entfernen, weil ich laut eines Anwalts von ApoRed paar Sachen auf den Kontoauszügen stärker zensieren sollte, die nichts direkt mit dem Insi-Modus zu tun hatten. Das habe ich halt gemacht, die überarbeitete Version hochgeladen. Ja, die Kontoauszüge, das war schon doll, ne? Das war schon doll. Also, oder... Es ist schon hardcore. Es ist echt. Stell dir mal vor, jemand veröffentlicht einfach deine Kontoauszüge so. Es ist schon hardcore. Als nächstes wird Videomaterial hochgeladen, wie du im Bett liegst, nachts und schläfst. Das ist schon echt krass. Und nach 5 Tagen wurde diese Version von YouTube wegen Cybermobbing gestrikt. Jetzt wird wahrscheinlich die Frage aufkommen, ob ApoRed für den Strike verantwortlich sein könnte. Dazu kann ich sagen, dass ich das zum jetzigen Zeitpunkt nicht denke, weil das YouTube-Strike-System sowieso komplett broken und willkürlich ist. Das habe ich schon in diesen Videos hier zeigen können. Die Strikes passieren wahrscheinlich automatisch über einen Algorithmus und werden dann später im Falle eines Gerichtsprozesses erst begründet. Vorher erfährt man nie, welche Stelle genau kritisch gewesen sein soll. Wenn man sich die AGBs von YouTube durchliest, merkt man, dass man quasi für wirklich alles gestrikt werden kann. Damit versucht sich YouTube abzusichern. Ein Strike passiert halt durch einen Algorithmus und kann im Nachhinein immer irgendwie mit den AGBs untermauert werden, auch wenn das vielleicht inhaltlich kompletter Quatsch ist. YouTube kann es trotzdem einfach so interpretieren und fertig. Mit der Begründung Cybermobbing wurde nicht nur Entschuldigung Teil 7 gestrikt, sondern im April diesen Jahres auch ein Animationsvideo von mir entfernt, welches ich 2013 veröffentlicht habe. Pro Minute werden 500 Stunden Video auf YouTube hochgeladen, als ob sich ein YouTube-Mitarbeiter 9 Jahre alte Videos anschaut und dann strikt. Das machen alles Algorithmen, anders funktioniert das gar nicht. Es ist aber nicht komplett ausgeschlossen, dass eventuell ApoRed für den Strike verantwortlich war, weil der Anwalt einfach der gleiche ist, der auch versucht hat, mich für die Leon-Videos zu striken. Der ist damals mit so einem Antrag, der von Leon unterschrieben wurde, zu YouTube gegangen. Ob das jetzt hier auch der Fall war, glaube ich gerade noch nicht, aber ist jetzt auch eigentlich egal. Ich lade das Video hiermit nochmal überarbeitet hoch. Falls ihr es schon kennt, wäre es absolut ehrenhaft, wenn ihr es trotzdem durchlaufen lassen könnt. Dann verdiene ich auch noch ein paar Euros mit der ganzen Recherchearbeit und nicht nur die Streamer, deren Reactions die ganze Zeit online bleiben konnten. Okay, let's go. Stimmt. Yo Leute, ich sag das selten. BTF eigentlich, ne? Das Original wird runtergenommen, aber alle anderen dürfen weitermachen. Das ist eigentlich schon weird, ne? Aber dieser Videoteil wird wahrscheinlich einer der größten Hopsnamen. Und damit das heute so richtig schmackhaft wird, müssen wir kurz erläutern, was eigentlich so passiert ist. Ich hatte in meinem 6. ApoRed-Entschuldigungsteil darauf hingewiesen, dass es ein Insolvenzeröffnungsverfahren gegen ApoRed gibt. Hab da erklärt, wie das zustande gekommen ist. ApoRed ist eben bei Leuten verschuldet, wurde über einen längeren Zeitraum gemahnt und das Gericht hat letztendlich einen Insolvenzverwalter eingeschaltet, der ApoReds Konto kontrolliert. Daraufhin kam eine Flut von ApoRed-Videos, wo er den Insi-Modus erklärt hat, sich dann nochmal gerechtfertigt hat, dann wiederum gesagt hat, dass die beiden Videos. Das Ding ist, ne, solche Videos kommen halt echt immer von ihm anscheinend. Also es kommt halt echt immer eine Flut an Videos, immer wenn irgendwas Kontroverses um ihn passiert. Und der versucht immer irgendwie komplett unter Strom irgendwas zu erklären. So, das macht nie Sinn. Nur Pranks waren und hat dann wiederum eine weitere fadenscheinige Erklärung angeführt, warum er in einem Insolvenzeröffnungsverfahren ist. Leider redet er wie immer um den heißen Brei und wird nie konkret, was ich ziemlich schade finde. Immerhin hat er unsere Kritik an seinen Skandal immer einfach nur damit abgewendet, dass wir alle nur neidisch darauf sind, wie viel Cash er gemacht hat. Wir sind neidisch auf sein Penthouse, würden auch gern mehrere Immobilien besitzen und auch gern in einem Lambo und Range Rover fahren. Es wird immer Leute geben, die mich nicht mögen. Vielleicht, weil ich ein Kenneck bin, was auch immer. Ja, weiß ich nicht. Ob das da liegt. Ich muss gar nicht auf Krampf 1000 Videos über ApoRed machen, um mehr Geld zu verdienen. Digga, weil ich einfach mehr Cash als die ganzen Leute haben und ich davon abhängig bin. Sorry, Digga. Und vielleicht kriegen das einfach viele Leute auf. Weil ich Cash gemacht habe. Vielleicht sind die auch neidisch, weil die gerne tauschen wollen. Vielleicht wollen die meisten Leute auch ein Lambo. Oder vielleicht wollen die auch ein paar Immobilien haben. Ich weiß nicht. Noch mehr Frust, weil gerade ein Kanaka erfolgreich ist. Oder als ob ich jemand einen Controller scannen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt.
Eher diese Art und Weise. Ich glaube, eher daran liegt das. Digga, ich habe Millionen gemacht. Warum soll ich wegen einem Controller, den ich geschenkt bekommen habe, scammen? Hatte ich einfach 6 Autos, ne? Aber nur für mich selbst und nicht so oft mit Familie geteilt, so wie heute. Also ich habe ja heute vom Ding noch immer 5 Autos. Also wenn wir einfach nur neidisch sind auf seinen unfassbaren Wohlstand, finde ich es ganz fair, da mal nachzuhaken, über welchen Wohlstand wir da überhaupt reden. Schauen wir uns dazu aber nochmal seine Insolvenzrechtfertigungen genauer an. Ich habe die wesentlichen Stellen seines ersten Videos zusammengeschnitten. Insolvenzantrag in Apo RED, was ist denn da los? Was auch erzählt, du bist Multitrainer, der hat uns einfach alle angeschnackt. Unabhängig davon, dass man gefühlt Steuerabdrück, weil man kennt es ja auf Großfamilie angelehnt. Unabhängig davon, dass man gefühlt alle 2 Monate seinen Steuerberater wechseln muss und seinen Buchhalter wechseln muss, weil der aber nicht... Alle 2 Monate seine Steuerberater und Buchhalter wechseln. Bro, why? Why? Also einen guten Steuerberater, also den behältst du dein fucking Leben. Weil wenn er gut ist, so warum dann wechseln? Das macht doch keinen Sinn. Steuerberater können, wenn du viel Geld hast, sehr wahrscheinlich deine besten Freunde sein. Arbeiten hier. It doesn't make any sense. Kein Bock mehr. Ja, kein Bock mehr. Reicht doch wirklich, ne? Einfach den ganzen Hasen ins Ausland anmelden. Keine Kopfschmerzen, alles easy peasy. Seid ihr länger als 6 Monate in Deutschland, habt ihr aber deutsche Steuerrechte und die deutschen Kopfschmerzen. Wie ist es aber nicht der Fall? Deutsche Kopfschmerzen. Den IMSI-Modus aktiviert. Also wenn man einfach insolvent ist, ne, dann ist es halt nicht der Fall. Dann könnt ihr schön trotzdem im Ausland schön eure Geschäfte anmelden, alles darüber laufen lassen und seid einfach diese ganzen deutschen... Ja klar, das System gedribbelt. So einfach ist es. Einfach den Easy-Modus anmachen. Da wäre niemand jemals drauf gekommen. Niemals. Kopfschmerzgeschichten einfach los. Man hat dann einfach wahrscheinlich durch meinen smarten Move ein paar 100 Ks im Jahr gespart. Okay, ApoRed beschreibt hier sein Vorhaben zur Insolvenzverschleppung und Steuerhinterziehung. Ja. Hauptsache, die Leute denken nicht, dass er kein Geld hat. Das würde sein Ego nicht ertragen, deswegen haut er noch sowas hier raus. Das heißt, wenn irgendwie so ein dummer, missgünstiger Penner sich jetzt dachte, boah, geil, jetzt wird ApoRed da vorne gleich an der Straße liegen, halb tot am Verhungern, kannst du das nächste Brötchen bei der Bäckerei nicht leisten. Den musst du leider enttäuschen. Mich wirst du leider dennoch in einem 120.000 Euro 600 PS breit gebauten Range Rover rumcruisen sehen, ganz entspannt. Dazu erwähnt er noch, komplett random, dass er nun das richtig teure Original Tom Ford Lost Cherry Parfüm gekauft hat. Das gefakte Parfüm hat er sich übrigens vorher für umgerechnet 13 Euro in Istanbul geholt. Das hätte er aber nun verschenkt. Soll ja jetzt bloß keiner denken, dass er sich nichts mehr leisten kann. Den habe ich. Ey, ich verstehe das nicht, Mann. Istanbul und das ist jetzt quasi der originale. Fake Make habe ich verschenkt. Das ist der originale. Dann hat er noch eine S-Klasse von draußen gefilmt und gemeint, dass er jetzt zu seinem nächsten Termin. Ja, habe ich schon gehört, dass er nach Dubai auswandert. Wir haben gestern versucht, bei Stay reinzugucken, aber er hat abgebrochen. Und ich kann mir das ganze Video wahrscheinlich nicht alleine hier mit euch im Stream angucken. Obwohl ApoRed und seine Rhetorik immer sehr funny ist. Aber so lange, es ist glaube ich 35 Minuten oder sowas, das ist schon viel. Das ist schon viel. Termin fährt, aber man sieht ihn nie einsteigen. Ah, korrekt, Digga. Wir haben einfach ein Baba-Ticket kassiert. Nice Sache. By the way, auch ein Automobil in unserem Familienbesitz, sage ich mal, schon seit etlichen Jahren. Ist ein Superwagen, S-Klasse, Freunde. Und innen beige, Freunde, das ist ein Markenzeichen bei mir. Das ist aber bei Range Rover auch. Und bei dem Wagen musste einfach innen beige auch sein, gerade mit schwarzer Moment, aber perfekt. Okay, steigen wir ein. Let's go zum nächsten Termin. Gerade auch einen gehabt und jetzt zum nächsten. Hier noch so eine schöne Heckansicht, Freunde. Ich finde auf jeden Fall einer der schönsten Wagen überhaupt. Retalk. Und hier nochmal der frontale Hase, aber natürlich Kennzeichen weggeblurrt. Soll er auch kein Auge machen, wie jung ist. Unterm Strich ist dem ApoRed also wichtig, dass Leute denken, er hat immer noch Fettknete und diese Insolvenzsache, ja, die ist von ihm gezielt geplant gewesen. Im zweiten Video ging er gar nicht weiter auf diese Insolvenzsache ein, sondern sagt nur, dass er nicht einsieht, warum er noch zeigen soll, wie er in die Autos einsteigt. ApoRed ist einfach ein wandelndes Meme. Das ist einfach ein wandelndes Meme, der Kerl. Zeig mir jetzt irgendwie die S-Klasse. Das ist ein Baba-Wagen. Ich check schon, mit welcher Intention man das sagt, so auf hier, auf Schnacker, du bist ein Schnacker, blablabla, aber ganz ehrlich, warum soll ich jetzt irgendwas zeigen? Genauso wie der Range Rover. Habe ich gar nicht nötig. Habe ich null. Habe ich gar nicht nötig, irgendwelchen Leuten das recht zu tun. Im dritten Video sagt er dann, dass die ersten Videos nur Verarsche waren, was er anhand von WhatsApp-Verläufen zeigen will. Und bevor es jemand sagt, ich habe das machst du noch, um dich zu retten. Ja, deswegen habe ich doch die ganzen WhatsApp-Verläufe mit meinen Kollegen, wo ich darüber geschrieben habe, schon im Vorhinein. Ne? Ich würde sagen, ja, hier, von vielen meinen, zeig mal die S-Klasse und den Range Rover, was auch immer. Goofies, Streamer, was auch immer. Sagen, hä, was da machst du, du lügst und hier, du bist ein Schnacker und scheiße. Das ist der Grund, warum ich auch damals gesagt habe, ich würde mich auch gar nichts mehr äußern. Ja, ganz normale Sachen und ihr deutet alles auf Lüge, ohne richtige Beweise, das macht ihr immer wieder. Der Anwalt hat gesagt, Knast, Steuerhinterziehung zu dem Insi-Modus, ne? Ich wusste, das wird ein Meme, okay, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt. Ob jetzt alles genauso stimmt, wie ich es gesagt habe? Digga, was, dieser Kerl, ne? Der lebt einfach in der Realität, er lebt einfach in einer alternativen Realität.
Aber oder nicht, okay? Sei jetzt erstmal dahingestellt. Also wenn man es runterbricht, heißt das einfach nur, ApoRed lügt nachweislich immer wieder während seiner gesamten Karriere, hat ständig Skandale, lügt jetzt nochmal absichtlich, um einen Skandal auszulösen, um sich dann nach dem entsprechend negativen Feedback darüber zu beschweren, dass die ganzen Leute was Schlechtes von ihm denken. Das erinnert mich ein bisschen an Miguel Pablo, der erzählt hat, dass er seine Katze hat und nach dem darauffolgenden Shitstorm meinte, dass Leute viel zu schnell Lügen glauben und dann haten. Und am Ende war es dann einfach Schrödingers Katze im Real Life. Lebt die Katze noch oder nicht? Wenn ApoRed selber sagt, dass er Mios ins Ausland verschleppen will und sich nach einem Shitstorm beschwert, dass man alles glaubt und nur Schlechtes von ihm denkt, ist das am Ende dann einfach Schrödingers Knete. Ist die Knete jetzt im Ausland oder nicht? Beziehungsweise, gibt sie Knete überhaupt? So, und im vierten Video erklärt er die Sache mit der Insolvenz erneut. Jetzt hau ich die reale Story zu dem Insi-Modus raus. Im letzten Jahr habe ich meine Bank gewechselt, okay, von der Sparkasse zur Postbank. Und da war das so, dass ich die Lastschriften manuell umgesneakt habe. Ich habe aber ein, zwei vergessen. Eine davon war zum Beispiel durch die Versicherungsbeiträge, okay? Und dann habe ich einen Stepper nach Türkei gemacht, nach Istanbul, okay? Jetzt wurden von der Versicherung logischerweise die Beträge, die ich abgebucht monatlich über mein neues Konto. Die haben natürlich, als sie gemerkt haben, da kommt kein Geld mehr rein, Briefe geschickt an meine Adresse. Da ist umgesneakt. Umleitung heißt, umgezogen seid, ne, dass dann eure Briefe dann quasi weitergeleitet werden. Ne? Ich frag mich, wie er auf solche Wörter kommt. Ich frag mich das die ganze Zeit. Das macht weder auf Deutsch noch auf Englisch Sinn. Es ist einfach so geil. Und der haut solche Wörter am Fließband raus. Ich verstehe das echt nicht. Ist der abends irgendwie vorm Schlafen geht auf seinem Bett und schreibt sich sowas auf oder so? Es ist zu wild, ey. Was würde ich dafür geben, dass Moist Critical ein Video über ApoRed macht? Moist Critical müsste halt Englisch können, so das wäre halt anders wild. Das wäre halt Hammer, funny. Englisch können, Deutsch können müsste er. Mein Gott, Moist Critical kommt aus Florida, er kann Englisch. Wobei, Florida. Ja. Er müsste halt Deutsch sprechen, das wäre halt wild. Zu meiner alten Adresse gekommen sind, obwohl ich halt diese Umleitung hatte. Okay? Das heißt, im alten Postfach, wo noch mein Name stand, der war dann voll. Ne? Red Zahl das, Red Zahl hier, Red Zahl dort. Und monatlich dann immer ein neuer wahrscheinlich. Ich selber hat es auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Weil es ist so, dass die Versicherung dann Knacks bekommen hat, weil sie natürlich gemerkt haben, da kommt nichts mehr rein. Die haben sich dann beim Amtsgericht im Amtsgericht Knacks bekommen. Und gesagt, Digga, check mal ab, die Bewertung soll das mal payen. Und das Amtsgericht vor Ort dachte sich dann an der Weile, okay, dann leiten wir einfach mal ein vorläufiges Insolvenzverfahren. Das heißt, sie grabben einen Anwalt und dieser Anwalt soll dann mich catchen und dann quasi überprüfen, was ist da los. Da soll das mal payen. Das ist die ganze Situation. Das ist quasi der reale Insi-Modus. Ich weiß, es ist eine billige und unspektakuläre Story. Ja, und vor allem ist die Story 1 unvollständig. Und das werde ich jetzt beweisen. Nix ahnend habe ich meine Festplatte an meinen Rechner angeschlossen. Und auf einmal waren da einfach ApoReds Kontoauszüge drauf. Da dachte ich mir, wir können ja mal alle gemeinsam Schritt für Schritt durchgehen, welche Informationen uns ApoRed vorenthält. Und ich glaube, wir sind alle auch richtig gespannt. Das ist immer noch viel zu krass. Ohne Witz. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Ich komme auch immer noch nicht drauf klar, dass er einfach ApoReds Kontoauszüge hatte. Auf was wir bei ihm alles neidisch sein können. Die Adresse ist hier nachfolgend übrigens nicht zensiert. Ihr werdet nachher erfahren, warum. Also chillt eure Eiers. Also, es stimmt soweit, dass ApoRed von der Sparkasse zur Postbank gewechselt ist. Und bei der Kontoauflösung wurde das gesamte Geld von der Sparkasse auf das Postbankkonto geschoben. Und das waren nur 1242,81 €. Kleiner Spoiler jetzt schon. Selbst wenn die Versicherung ganz normal... Die hätte ich gerne. Mal per Lastschrift von seinem Konto versucht hätte abzubuchen, hätte das schon gar nicht geklappt, weil das Geld nicht ausgereicht hätte. Erst 3 Wochen später konnte er der AOK das Geld überweisen, als wieder ein bisschen was reingekommen ist. Merkt euch das für später, ich werde das nochmal aufgreifen. Bis Anfang Juni ist nicht so viel Wichtiges passiert, Placement Money kam, Twitch Money kam, es gab eBay Kleinanzeigenverkäufe, sodass er im Juni schlussendlich auf 4.800 € kam, die er prompt in Gänze an ein Familienmitglied überwiesen hat. Sass. Nachdem er sein Konto leergeräumt hat, konnte er nicht mal mehr Netflix zahlen und war schließlich im Minus. Läuft bei dir, Geringverdiener. Ich gehe lange nicht noch nicht nach Hause. Später konnte er auch nicht mehr Audible bezahlen. Und ich finde es auch lustig, dass er über Steuerberater in Deutschland Folgendes sagt. Unabhängig davon, dass man gefühlt alle 2 Monate seinen Steuerberater wechseln muss und seinen Buchhalter wechseln muss, weil die halt einfach nicht arbeiten hier. Vielleicht arbeiten die auch nicht, weil du die nicht bezahlen konntest, als die mehrfach per Lastschrift vergeblich versucht haben, ihr Geld abzubuchen. Cringe. 1.500 €, die Pisse! Am 6.10. wurde es dann nochmal richtig interessant. Die SGVO-konform ist das sicherlich nicht. Also wahrscheinlich hat er die aus seinem direkten sozialen Umfeld. Da gehe ich fast von aus. Irgendjemand, der ApoRed sehr nahe steht und Zugang hat irgendwie zu PC oder was weiß ich was. So wie er ja auch dann die ungecutteten Videos hatte von... Das ungecuttete Video von ApoRed hatte. Der muss da irgendwo im Kosmos ApoRed muss da irgendwo ein
ein Maulwurf sein, der ihm halt Sachen zuschleust. Weil, also, das ist halt einfach, ja. Interessant. Die erste Pfändung wurde durchgesetzt von der AOK. Heißt, die haben sich das Geld, was ApoRed ihnen schuldet, einfach selber geholt. Zumindest das, was noch auf dem Konto zu finden war. Gleichzeitig wird das Geld, was noch in Zukunft auf sein Konto kommt, ich würde sagen, kann auch ein Cutter gewesen sein. Das, also beim Cutter ist das tatsächlich, klingt das sehr realistisch, ne? Dass der einfach nicht bezahlt wurde und dass man dann sozusagen aus Frust dann, ja. Eingefroren, damit das gepfändet werden kann, ohne dass er das Geld vorher ausgibt. Dazu gibt es dann noch einen Eintrag in seine Schufa, welche von allen anderen Banken einsehbar ist, sodass er nicht einfach willkürlich neue Konten eröffnen kann. Das Ganze ist jetzt aus vielerlei Gründen interessant. Erstens hat ApoRed gar nicht erzählt, dass er schon gepfändet wurde. Zweitens hat er behauptet, verpeilt zu haben, die Lastschrift auf das neue Konto zu übertragen. Und drittens seien die Briefe wegen falscher Sendungsumleitung nicht angekommen, während er in der Türkei war. Das kann vorne und hinten nicht stimmen. Mit dem Postbankkonto hat er im April manuell eine Überweisung an die AOK gemacht. Heißt, er wusste doch Bescheid, dass er zahlen muss. Da hätte ihm doch auffallen müssen, dass er die Lastschrift nicht übertragen hat. Und unabhängig davon können wir ja mal gucken, wann er in die Türkei ist. Diese Instagram-Story ist vom 30.09. Ja, jetzt wie gesagt, erstmal die restlichen Sneaks hier einpacken, die restlichen Klamotten. Ich habe schon einige Sachen rübergetaked. Es geht ab, Freunde, es geht ab. Rübergetaked. Ab. Weg von Deutschland. Kein Bock mehr hier. Und Anfang Oktober ist er dann in die Türkei gezogen. Das Ding ist jetzt nicht mal alles, ne? Da kommt noch was. Candy macht sich hier richtig tapfer. Sneaks, sagt einfach kein Wort. Dieser kleine Fetzer, Cookie. Was ist los? Warum weinst du die ganze Zeit? Ist doch alles cool. So, Freunde, jetzt erstmal Istanbul angekommen. Absolut eine Million Pakete. Und Cookie ist am Start. Plus Candy ist auch am Start. Cookie, warum hast du Auge? Alles cool. Er ist stabil geblieben. By the way, wo sind eigentlich die Katzen hin? Seit Februar, als er wieder in Deutschland war, hat man die nicht mehr gesehen. Davor hat er ständig mit denen Stories gepostet. Naja, wie dem auch sei. Was ich eigentlich sagen wollte, von welcher Sendungsumleitung redet er? Wenn er am 6.10. das erste Mal gepfändet wurde, dann muss er ja, laut AOK, monatelang davor gemahnt worden sein. Da war er doch noch gar nicht in der Türkei. Zwischen Postbankkontoeröffnung und Türkeiaufenthalt lag über ein halbes Jahr. War der in dem halben Jahr nie zu Hause oder was? Wobei, das kann ja auch nicht sein, wenn er in der Zeit im Rewe und Aldi einkauft. ApoRed lügt hier wieder ganz klar, obwohl er uns... Wie man auch einfach echt das alles nachvollziehen kann. Ne? Das ist halt so toll, Mann. Das ist so toll. Das ist alles so toll. Jetzt angeblich die Wahrheit über den Insi-Modus erzählen. Übrigens ist die zeitliche Einordnung auch witzig. Sein Comeback-Video, wo er von seinen Plänen, Neubau-Wohnblöcke zu erbauen, redet, das war einfach knapp 2 Monate, nachdem er gepfändet wurde und nichts mehr auf dem Konto hatte. ApoRed lebt in einem kompletten Realitätsverlust. Aber es wird noch interessanter, denn ApoRed wurde noch ein zweites Mal im Dezember gepfändet und durch die Kontoführungsgebühren ist er nochmal ins Minus gerutscht. Erst in der Zeit hat er seine Adresse von Kaskadenpark 6 auf Steinbecker Hauptstraße gewechselt und erst dann hätte es vielleicht irgendwie Sinn ergeben mit einer Sendungsumleitung. Zu dem Zeitpunkt war der Drops aber nicht nur schon längst gelutscht, sondern schon längst ausgeschissen. In den darauffolgenden Monaten ist übrigens kein Geld mehr auf das Konto gekommen. Demnach konnte die AOK auch nichts mehr pfänden und es ist im März 2022 zum vorläufigen Insolvenzverfahren gekommen. Die Kontoführungsgebühren haben sich weiter gehäuft und das Konto wurde letztendlich im Mai 2022 gesperrt, weil ApoRed 5 Monate lang keinen Adressnachweis vorgelegt hat. Das ist die Wahrheit über den Insi-Modus. ApoRed hat schon lange kein Geld mehr, sonst könnte er einfach sein Schuldenhaufen bezahlen und das Insi-Thema wäre durch. Wie wir gesehen haben, konnte er aber nicht mal Netflix, Audible oder seinen Steuerberater bezahlen. Und dann nimmt er sich... Stell dir mal vor, die Ehefrau, die all die Jahre betrogen wurde und verheimlicht und gespaltet wurde, so, boostert Mimi private Daten von ApoRed zu. Das wäre halt ein hammer-epischer Plot-Twist. Das wäre aber episch. Ich würde es nachvollziehen können, aber sie rückt sich damit ja selber auch in die Schusslinie, deswegen ist es eigentlich nicht kein kluger Move. Die Dreistigkeit bei Unge, das hier zu erzählen. Was ist denn jetzt das Problem? Also du hast jetzt dieses Insolvenzverfahren da, durch dieses, weil du gesagt hast, hier wegen Bank gewechselt und dann ein paar Briefe versneakt. Ist denn jetzt das Problem? Also, das ist am 15.06.2022, da habe ich schon angefangen zu streamen. Da haben wir noch auf Dingens gestreamt. Aber da ging es schon langsam Richtung YouTube. Das ist gar nicht mehr so weit weg. Weißt du, was auf dich zukommt deswegen? Also gibt es da irgendwie Stress jetzt oder was? Weißt du schon was? Nein, alles entspannt. Das ist wirklich alles entspannt. Weil ich habe echt ehrlich gesagt... Ich glaube, der Kerl weiß gar nicht, was für ein Content er machen kann. Und dass diese ganzen Videos so, ich glaube, das ist sein Content.
Der hat, glaube ich, eine Identitätskrise oder sowas, so, weil das habe ich mich auch gefragt, Ufuk, das habe ich mich auch gefragt, denn er müsste ja einfach nur regelmäßig Vlogs hochladen. Das Ding ist, sein ganzes Image basiert da darauf, Richie Rich zu sein. Und es ist natürlich schwierig, dieses Image 24/7 in allen Videos aufrechtzuerhalten. Es kostet ja auch Geld zu imitieren, wenn man Richie Rich. Du heißt Drama und Erklärungsvideos, ne, und irgendwie diese ganzen Stories und sowas so, sind seine Methode, um halt Geld zu sammeln, relevant zu bleiben, um dann wieder zu suggerieren, dass man rich ist, wenn er halt dann wieder ein bisschen Kohle hat. So, das ist so ein Ding. Das traue ich ihm nämlich zu, dass er halt, ne, hier nochmal schnell 4 Videos rausböllert, während er gerade heiß diskutiert wird, dann zieht er wieder ordentlich Klicks, dann hat er wieder ein bisschen Kohle, so Placements und sowas, macht dann wieder hier dann, ne, so als wäre einer auf Richie und verschwindet dann wieder für ein halbes Jahr von der Bildfläche. Ein bisschen Türkei-Stuffer gemacht, ein bisschen vercheckt hier, ne, Postbank gewechselt, Palaschrift verkackt, hallo die, ist keine große Geschichte. Wobei, ist jetzt auch nichts Neues, dass er Unge in Livestreams anlügt. Ach übrigens, ApoRed, du kannst mich gerne für die Kontoauszüge in meinem Video anzeigen. Im Gegensatz zu dir könnte ich die Strafe wenigstens zahlen. Wenn wir schon beim Inso-Modus sind, okay, und zwar stellt jetzt Mini so in seinem Video, oh, ApoRed, er spielt euch hier was vor. Ja, stimmt ja auch. Er tut so, als wäre der übel Richie Boy und was auch immer. Ja, das stimmt auch. Aber parallel, seht doch, Inso-Modus, ne? Ja, und das stimmt auch. Man muss auch sagen, wieder komplett falsch und einfach aus der Luft gegriffen. Sieht nicht so aus, würde ich sagen. Na, guck mal, nehmen wir mal an, ich bin wirklich so ein übel Brokey-Mokey, wie das versucht worden ist, darzustellen. Das brauchen wir nicht annehmen. Wir wissen mittlerweile, dass du broke bist. Es sind nicht alle seine Freunde? Es kann doch einfach sein, dass irgendwie... Sind alle seine Freunde nicht auch broke? Die Crew, die er von früher hatte, sind die nicht auch alle völlig abgebrochen? Ich meine, ist doch no shame da drin. Ich meine, ich bin auch broke, so ist cool. Heißt ja nicht, dass man broke bleiben muss. Einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Guten Content liefern, Community aufbauen, durchziehen, durchziehen, durchziehen. Dann läuft das. Man muss ja auch nicht der Reicheste sein. Reicht ja, wenn man über die Runden kommt, ne? Mit dem, was man mag. Ich versteh's nicht. Irgendein Typ, keine Ahnung, Gelder von mir veruntreut hat, ne? Man wollte ihm ein Geschäft machen, hat, keine Ahnung, ein Gewerbe dazu gegründet, bam, hat jemand dein Geld veruntreut. Kann ja sein, das ist sogar bei einem Insco passiert. Und auch selbst wenn das so wäre, hätte ich doch trotzdem mit allem recht. Machst du auf Businessman? Ja. Bist du broke? Ja. Ändert sich was nach deinem Gelaber hier? Nö. Es kann auch sein, dass man vielleicht, keine Ahnung, einen super teuren Wertgegenstand holen wollte. Keine Ahnung, einen Lamborghini SVJ Roadster oder so. Und, keine Ahnung, das vielleicht teure verscherbeln wollte. Und dann wird man, keine Ahnung, übers Ohr gehauen da. Und auch selbst wenn das so wäre, hätte ich doch trotzdem mit allem recht. Das Ding ist, deine Eventualitäten ergeben keinen Sinn, wenn man deine Aussagen von hier daneben stellt. Erstmal muss ich eine Sache klarstellen, liebe Freunde. Bevor jetzt irgendwelche Leute sagen, hey, hier, YouTube meine dies, das, tralala, kann ich erstmal sagen, muss ich leider alle enttäuschen, Digga. Mit YouTube kannst du Geld verdienen. Sogar gut Geld, wenn du das gut machst, gerade mit meiner Reichweite. Aber auch nicht so viel, dass du dir ernst 6-7 Autos leisten kannst. Daneben nochmal 1-2 Häuser kaufen kannst. Daneben nochmal, nochmal eine 500.000 da investieren kannst. Und nochmal, keine Ahnung, 300.000 da. Kannst du nicht. Ne? Und Insider und Leute, die mich lange kennen, Freunde wissen ja, dass ich ja nicht nur YouTube mache, sondern auch nochmal 6 weitere ernste Unternehmen führe. Ne? Und das hat schon echt viel auf sich, aber Gott sei Dank, es hat sich gelohnt. Ich bin halt ein Hustler. Ich könnte rein theoretisch auch direkt in Rente gehen, auf Michael Schumacher-Style, aber ich bin halt einfach ein Hustler. Wisst ihr, was meine? Pipapo nennt mir einen YouTuber, der ernst 6-7 Autos hat. Gibt's gar nicht. Ich bin original der Einzige. Aber ich bin auch kein YouTuber. Ich nehme original einmal in 3 Tagen eine Stunde auf. Das glaubt ihm doch keiner. Warte, du führst 6 Unternehmen neben YouTube, hast 1-2 Häuser, 6-7 Autos, hast auch aus 8.000 Euro eine 500.000 Euro gemacht und dann wirst du von einer Person bei einem Autokauf über den Tisch gezogen und kannst seine Krankenkasse nicht mehr zahlen? Ist das dein Ernst? Wem willst du verarschen? Da kann doch so viel nicht stimmen bei deinem Business-Gelaber. Jetzt fragt sich der eine oder andere trotzdem, hä? Aber was ist mit ApoReds Immobilien und vor allem sein Penthouse, von dem er immer geredet hat? Jetzt glauben, wird's nochmal richtig interessant. Glauben ApoRed-Fans das, was er sagt? Also glauben die das, was er sagt?
Das ist ja. Am 3.11.2019 hat er sein erstes Haus vorgestellt mit dem Titel Mein neues Haus Room Tour XXL. Keine zwei Monate später stellt er wieder ein neues Haus vor mit dem Videotitel Ich zeige euch mein neues Haus, in Klammern leeres Haus. Zusätzlich macht er zu dieser Immobilie ein Frage-Antwort-Video mit dem Videotitel Wie viel kostet mein neues Haus? Ungefähr 9 Monate später stellt er wieder ein neues Haus vor mit dem Videotitel Mein neues 2 Millionen Euro Penthouse. Das. Ich sag doch, das ist sein Content. Flexen ist sein Content gewesen früher. Sage nun wobene Penthouse, was er seitdem ständig erwähnt hat. Wow, bei ApoRed läuft ja richtig. Doch wie der Zufall es so will, war ein Zuschauer von mir auf Wohnungssuche in Hamburg. Ist dabei auf dieses Exposé gestoßen und hat mich gefragt. Sag mal, kann es sein, dass das die Bude von ApoRed ist? Ich dachte so, WTF, die Fensterfront haut genau hin, die Seitenfenster auch und im Bad ist auch dieser Streifen aus Fliesen. Ja, das ist 100% die Bude. Ja, dann will ich sie nicht mehr haben, sonst müsste ich mich ja täglich ins baden. Es hat sich rausgestellt, dass ApoRed sich das Haus damals selber nur gemietet hat. Im Frage-Antwort-Video suggeriert er aber was ganz anderes zu diesen beiden Immobilien. Die nächste Frage ist von Giosinto030. Wie viel hat dein Haus gekostet? Guck mal, ich bin jetzt kein großer Freund, immer spezifische Zahlen zu nennen, ne? Bin ich gar kein großer Freund. Habe ich auch vorher auch nie gemacht und will ich auch eigentlich machen. Ah, ach so. Aber ich sag mal so, in Hamburg sind die Grundstückspreise... Er ist allergisch gegen's Flexen. ...preise ungefähr 6-mal so teuer, no joke, als der Durchschnitt. Das ist kein Spaß, Freunde. In Hamburg sind die wirklich, die Grundstückpreise sind... Die sind so, Digga. Für die beiden Häuser, ne, die ihr jetzt bisher gesehen habt, ne, man zahlt im Schnitt ungefähr, wenn es gut läuft, zwischen 400 und 600.000 so ungefähr. Wenn man es wortgenau nimmt, hat er zwar nicht gesagt, dass er das bezahlt hat, aber es ist offensichtlich, dass er es so aussehen lassen wollte. Ich meine, warum macht er ein extra Video, was heißt, wie viel kostet mein neues Haus? Wo er sich dazu entschieden hat, diese Frage reinzunehmen und betont dann, dass er kein Freund davon sei, spezifische Zahlen zu nennen, so als ob er spezifische Zahlen nennen könnte, wenn er wollen würde. In welcher Welt ergibt das denn Sinn, sich als Mieter so zu geben? Der ja, Kerle. Nur in einer Welt, wo man sich selber als Besitzer darstellen will. Wenn dich jemand fragt, was deine Bude kostet oder gekostet hat, dann will man entweder wissen, was du monatlich an Miete zahlst, normal, oder man will wissen, für wie viel du die Bude gekauft hast. Kein Mensch will mit der Frage von dir wissen, was die Bude dein Vermieter gekostet hat. Ich meine... Junge, woher kannst du das denn wissen? Und das Sahnehäubchen ist auch noch, dass er behauptet, kein Freund von spezifischen Zahlen zu sein, redet aber im gleichen Video darüber, was alles gekostet hat. Ich habe jetzt insgesamt... Dafür habe ich 800 Euro ausgegeben, war sogar ein Schnapper. Dafür habe ich... Ihr werdet dafür ausgegeben. Ich habe 800, 900 Euro oder so, was ein normaler Preis ist. Es sticht mich aber irgendwie trotzdem. Und ich habe für die Jacke 800 Euro ausgegeben. Habe mich aber gar nicht gestochen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß gar nicht, wie viel ich für den Ofen bezahlt habe. Ich glaube so 200 oder so. Mit Anlage verbinden, 1000 Möglichkeiten. What the hell? Oh, Digga, das ist ja richtig heftig. Er äußert sich nie zu zahlen. 1000 Euro mehr gekostet. Voll übertrieben. So, 1000 Euro wegen iPad? Kaufe ich selber ein iPad bei eBay. Kleinanzeigen für 100 Euro, Digga. Knacksding, ne? Für 600 Euro vertraut mir. Naja, wie dem auch sei. Von dem ersten Haus habe ich übrigens noch kein Exposé gefunden. Ich weiß nicht, woher Justin die Info hat, aber er meint jedenfalls, dass das erste Haus auch gemietet ist. Also wir haben ja auf sein erstes Haus schon reagiert. Deswegen wahrscheinlich auch der Wunsch, dass wir auf dieses Video reagieren. Ob er sich jetzt ein zweites Haus gekauft hat oder gemietet hat, nee, das erste Mal gemietet. Ich weiß nicht, was jetzt hier der Fall ist. Was nun bedeuten würde, dass diese beiden Häuser schon mal nicht ApoRed gehört haben. Auch wenn ApoRed das immer so darstellen wollte. Kommen wir aber nun zum sagenumwobene 2 Millionen Euro Penthouse, mit welchem ApoRed nicht nur ganze Zeit geflext hat, sondern es auch immer so hingestellt hat, als seien Kritiker nur neidisch auf sein Cash, seine Autos und sein fettes Penthouse. Schauen wir zuallererst mal in das Video rein. Heute ist es endlich soweit. Roomtour von der neuen Crib wird euch heute auf jeden Fall einiges zeigen. Nicht aber alles zeigen, weil einige Räume sind ein bisschen crease. Alles hier so auf Penthouse angelehnt. Gehen wir erstmal rüber zu meinem Arbeitszimmer. Was ihr wahrscheinlich schon mal ein bisschen gerochen habt für mein Video. Ja, es ist eigentlich immer das Standardkonzept. Ein bisschen gerochen habt, Alter. Da wird natürlich viel gemacht, schaut mal rein. Gehen wir aber weiter, Freunde. Rüber zum Wohnzimmer. Wir haben hier auf dieser Etage 4 Zimmer. Ja, wir haben 4 Zimmer. Zimmer Nummer 1, 2 Zimmer. Zeige ich nicht, das zeige ich dann in 2 Wochen, wenn wir alles ready haben. Ich zeige mir das Wohnzimmer und zeige mir die Toilette. Und dann gehen wir rüber an die nächste Etage, okay? Insgesamt haben wir 8 Zimmer, kann ich jetzt schon mal spoilern? Also, er hat 2 Etagen im Penthouse, pro Etage 4 Zimmer, sodass es insgesamt 8 Zimmer gibt. In der einen Etage zeigt er noch seine Wohnzimmer-Küchen-Kombo und wechselt dann die Etage. Wir gehen erstmal in die obere Etage mit dem Fahrstuhl, ja richtig gehört, mit dem Fahrstuhl in die obere Etage. Und jetzt kommt die obere Etage, wo er richtig dick aufträgt. Wir haben jetzt hier die obere Etage, liebe Freunde. Ja, wir haben einen Fahrstuhl, der direkt hier nach oben führt. Das muss man erstmal haben, ja? Verschiedene Eingänge, bla bla bla. Alles hier auf Penthouse angelehnt. 1, 2,
3 Badezimmer und ein Gäste-WC, okay? So riesen Fenster, bodentief, richtig nice, auch relativ hoch. Mega nice, ne? Neueste Bauchwelle natürlich, ist ja alles Neubau, wie erwähnt, ne? Alles komplett Neubau, ganz wichtig. Gehen wir weiter, Freunde. Hier ist auf jeden Fall Fahrstuhltür. Also man kommt mit dem Fahrstuhl direkt hier rein. Hier ist noch ein anderer Ausgang. Hier ist noch die Gegensprechanlage, ne? Für die Etage hier. Kommen wir rüber zu meinem Lieblingsbereich. Und zwar diese offene Wohnküche, Freunde. Ganz, ganz, ganz gefährliche Hase. Weil wir haben hier einfach mega viel Platz. Und wir haben das, was ich eigentlich nur wollte. Ja, also eine Kochinsel. Coole Küche, das ist wirklich mega entspannt. Auch hier, man sieht, das wurde nicht gespart, Freunde. Alles Top-Qualität, das wurde wirklich nicht gespart. Ich zeige euch mal die Terrasse, da wird gerade viel gemacht. Moise ist auch am Start. Moise ist ja gerade am Worken, er macht ja gerade richtig viel. Was ist denn jetzt eigentlich das 2 Millionen Euro Penthouse? Nun ja, die untere Etage ist diese Mietwohnung hier für 1200 Euro im ersten Stockwerk. Kann man anhand der Küche erkennen, der fehlenden Kochinsel, dem grauen Background mit der Steckdose und das hier war sein Sneaker- und Zockerraum. Die obere Etage ist diese Wohnung hier im vierten Stockwerk, was man anhand der Kochinsel, der Terrasse und der Feuerleiter im Hintergrund erkennen kann. Und dann dachte ich mir, Moment mal, Kaskadenpark 6, das ist doch das Impressum von Nano Gaming, die Firma, mit der ApoRed häufig Product Placements für Controller gemacht hat, größtenteils ungekennzeichnet. Das ist übrigens auch die Firma mit dem ApoRed Gewinnspiel, wo Luca nie seinen Controller erhalten hat. Das fand ich so merkwürdig, dass ich dachte, ja gut, die Firma ist im Impressum öffentlich, da kann man mal schauen, was man vor Ort vorfindet. Hat sich rausgestellt, es ist ein Mehrfamilienhaus mit 13 Wohnungen und diese 4-Zimmer-Special-Terrassenwohnung mit extra Fahrstuhlzugang im vierten Stockwerk, die wird einfach von dem Nano Gaming Geschäftsführer und einem Kollegen gemietet. Also im Exposé das hier oben. Und ApoRed hat diese 4-Zimmer-Wohnung gemietet. Auch mit noch einer anderen Person. So übrigens genau diese Person, wo er seine letzten paar tausend Euro damals hingeschoben hat. Das Ding ist, die Wohnung ist ja wirklich schön, aber hier von seinem 2 Millionen Euro Penthouse zu reden und solche Sätze zu droppen, ist schon sehr peinlich. Es werden immer Leute geben, die mich nicht mögen. Vielleicht, weil ich bin, was auch immer. Oder nee. Vielleicht, weil ich ein Lambo fahre und Range Rover oder in einem Penthouse lebe. Und dieser Clip wurde aufgenommen in einer Mietwohnung, die quasi eine WG ist. Wo man bei seinem Sponsor oben anklopft, um sein 20.000 Euro Pack-Opening auf einer Kochinsel zu drehen, weil es cooler aussieht. Das ist doch schon wieder eine komplette F***sche. Und nein, der wohnt da seit seiner Türkei-Reise nicht mehr. Sondern er versteckt sich in einer unbekannten Raufaser-Tapetenwohnung vor den Behörden. Aber dazu kommen wir später. Wenn man auf seine Finanzen nicht so richtig neidisch sein kann und auf sein krasses Immobilienportfolio auch nicht so richtig, ja, dann bleiben doch jetzt nur die Autos. Und da macht ApoRed natürlich wieder das große Maul auf, weil er wieder gestopft werden möchte. Eine Sache zum Beispiel. Er behauptet einfach ganz radikal frech, dass ich jetzt irgendwie radikal Autos frech im Wert von mehreren hunderttausend Euro verkaufen musste, um mich irgendwie über Wasser zu halten. So mäßig nach dem Motto, dass ich hier noch mein Apo in die Börse essen kann. Dafür muss ich ja übelst teure Autos verkaufen. Und da frage ich mich Real Talk, von wo zieht er sich diese Thesen? Zieht er sie sich aus einem Arsch so, holt er sich da raus oder haut er sie einfach hin? Und das Geile ist, er stellt sie einfach als Fakt dahin. Er sagt nicht, ich glaube oder es könnte sein, sondern er stellt es wirklich als Fakt dahin. Hat natürlich auch da keine richtigen Beweise oder sonst was. Und das ist halt so eine Sache, das wird immer regelmäßig gemacht. Und dann kann man sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, aber es ist schlimm. Es ist halt einfach radikal eklig, wenn er kommt und sagt, guck mal, Red sagt, er ist rich, aber muss hier seine Autos verkaufen, damit er Wasser und Brot kaufen kann und so. Das ist frech und das ist auch unlogisch, ist auch voll irrational. Hä? Das macht ja keinen Sinn. Naja, nachdem wir deine Finanzen gesehen haben, ist es überhaupt nicht irrational. Wenn du die Autos noch hättest, würden die gepfändet werden. Und das ist logisch und rational. Er hat ja zum Beispiel gesagt, ja, Red, der hat irgendwie seine Autos verkauft, ich glaube, er hat Lambo und Range Rover erwähnt in seinem letzten Video, damit er sich über Wasser halten kann. So, das sind auch wieder Aussagen komplett aus dem Arsch gegriffen. So, weißt du, meine, so, man hat doch jetzt vor ein paar Tagen einen Clip gesehen, wie ich mein Range Rover umarmt habe. Weißt du, meine, also. Aber auch wilde Clip, wo du dich da so auf den Range Rover drauflegst. Also, aber guck mal, was ich meine ist, es wird bewusst falsche Sachen behauptet. Versteht das meine? Bewusst falsche Sachen behaupten, ja. aka Lügen, macht ihr doch eigentlich nur ApoRed ganze Zeit, aber schauen wir uns das mal die Unwahrheit sagen. Genauer an. Wie hat ApoRed denn auf das ganze Thema reagiert? Aber Kopf, da hört es schon auf. Wenn ich eine S-Klasse zeige, dann würde ich zumindest manchmal so drin sitzen und das zeigen, wie ich gerade so ein Laberkopf. Ja, Mann, Tanzverbot. Du bist der Heftigste. Warum bist du so schlau? Es ist ja gar nicht so, als hätte ich die S-Klasse in den letzten 3, 4... Wow, die Eskalation. Warum lässt man sich von sowas so triggern? Ich verstehe das nicht, Mann. Also wirklich. Warum ist ihm das so wichtig? Ja, weil er ein Laberkopf ist. Obviously. Aber wenn er wirklich so wohlhabend wäre, wie er meint, dass er ist, so, ne? Dann würde mich das doch überhaupt nicht kratzen, ob irgendjemand im Internet glaubt, dass ich wohlhabend bin oder nicht. So, das würde mich überhaupt nicht jucken. Tagen mal öfters meine Instagram-Story gezeigt. Ja, Glückwunsch, du saßt mal in der S-Klasse als Beifahrer. Willst du uns vielleicht noch dein Flugzeug zeigen aus deinem Familienbesitz?
Moin Leute. Aber was sagt er zum Range Rover? Zeig mal den Range Rover, hey, du redest davon, der wird umgebaut und hey, der ist kurz weg und der ist in der Werkstatt. Der ist einfach, der lügt einfach. Irgendein extra Umbau bei einem Range Rover, dass er die schwarzen Elemente auf Carbon umgesneakt hat. Wie kann man nur so lügen? Und dann erzählt er uns etwas von einem Undercover-Wagen. Ja, Glückwunsch, da hast du dich auf einen Range Rover raufgelehnt. Aber warum hast du das Nummernschild zensiert? In deinem Mein neues Auto 120.000 Euro Range Rover von Apo Red Video hast du zum Nummernschild noch Folgendes gesagt. Guck mal, jetzt werden viele sagen, Red, man sieht dein Kennzeichen. Bruder, diesen Wagen gibt's einmal auf dieser Welt. Da bringt Kennzeichen gar nichts mehr, das ist vorbei, Digga. Also, ich kann mein Kennzeichen zeigen, die gibt es wirklich, diesen Wagen gibt's einmal. So wie er gerade hier steht, gibt's hier wirklich nur einmal weltweit. Damit du Bescheid bist, okay? Apo AD, der einzigartige Hase, okay? Dass er hier das Nummernschild zensiert, ergibt gar keinen Sinn, nachdem er noch nie seine Nummernschilder zensiert hat. Und sogar noch erklärt hat, dass er seine Nummernschilder nicht zensieren braucht aufgrund der Einzigartigkeit des Wagens. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Und wo ist eigentlich der Lambo, den ich angesprochen habe? Auf den ist er gar nicht eingegangen. Aber wir sind wahrscheinlich nur neidisch. Neidisch drauf, dass er sogar seine Klamotten zum Wagen matcht. Was immer sehr wichtig ist, Freunde, dass man auch sein Outfit, na, natürlich dem Wagen auch anpasst. Ne? Heißt, schwarzes Outfit mit leichten silbernen Akzenten. Sprich, schwarzer Wagen, silberne Akzente. Let's go, okay, komm. Das dann nochmal als Feed-Post, übrigens noch zu der Zeit, wo Leute tatsächlich dachten, er hätte Geld. Aber ApoRed hat hier beim Flex... ABK Wash. Unangenehm. eher sich selber weggeflext. Denn man kann oben in der Ecke ein S erkennen, was das S vom Miles-Logo ist. Leute, überlegt euch das mal. ApoRed behauptet, 5 Wagen zu haben. Also ich habe heute vom Ding noch immer... 5 Autos. Darunter Lambo, S-Klasse, Range Rover. Ein Opel. Und sonst was. Und muss trotzdem Carsharing benutzen und flext dann auch damit, dass er seine Klamotten zum Wagen matcht? Unangenehm! Ich verstehe das echt nicht. Also generell das Geflexe mit Autos, so, werde ich nie begreifen. Aber das, ihm gehören die nicht mal. Also es ist einfach doppelt unangenehm. Wer macht sowas? Nur jemand, bei dem die Ego-Probleme so groß sind wie die Geldprobleme. Seine komplett undurchdachte Amateurflexerei beweist nur noch mehr, dass er in Wahrheit broke ist. Er hat einfach seinen längst verkauften Range Rover beim neuen Besitzer von außen gefilmt. Dass er das Nummernschild urplötzlich zensieren muss, lässt stark vermuten, dass sich das Nummernschild im Zuge des Verkaufs geändert hat. Korrektur aus der Zukunft, in Teil 8 meiner Reihe seht ihr, was da wirklich drunter zu sehen ist. Fahrzeugpapiere kann er auch nicht zeigen, obwohl er dafür nicht mal zu einer fremden Garage stiefeln muss. Warum? Ja, weil es offensichtlich nicht sein Wagen ist. ApoRed kann einfach nicht zugeben, dass er die Autos nicht mehr hat. Lustigerweise hat er zum Autothema mal Folgendes gesagt. Wie sieht's aus mit neuen Autos? Ich habe, kann ich offen ehrlich sagen, 2 Autos verkauft. Wenn ich dir nicht sagen welche, sage ich dir nichts. Ich habe ein Auto, also gekauft, ein neues, was mehr wert ist als die 2, die ich verkauft habe sogar. Aber Freunde, kommt bald ein Update dazu. Das ist so ein Ding, ihr werdet nicht damit rechnen auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall ein knackiges Ding sein. Dazu kommt wahrscheinlich entweder Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres dazu ein Video zum neuen Wagen. Und wie gesagt, von 2 Autos habe ich mich verabschiedet. Ich werde auch dann sagen, welche Autos das sind. Ne? Sag ich doch, Flexen ist sein Content. Der weiß gar nicht, was er für einen anderen Content machen kann. Weil ich ja kein Schnacker bin, ich kann euch so tun, als hätte ich die Autos, aber ich habe mir 2 Autos verkauft und nur einen dazugeholt. Das Auto, was er damals meinte, war der Lambo, den er von Simon Desio abgekauft hat. Es ist schon funny, dass er damals gemeint hat, dass er ja kein Schnacker sein will und so tun würde, als ob er noch die 2 Autos hätte, während er genau das heute macht. Ja, zeig mal den Wagen, zeig mal hier, warum ist er nicht eingestiegen, zeig doch mal, bla bla, ne? Ich check schon, mit welcher Intention man das sagt, so auf hier, auf Schnacker, du bist ein Schnacker, bla bla, aber ganz ehrlich... Warum sollte ich jetzt irgendwas zeigen? Die Zuschauer hatten recht, du bist ein Schnacker, ja, der keine Fahrzeugpapiere zeigen kann, obwohl er damit ohne Aufwand alle wegflexen könnte. ApoRed, erklär uns doch jetzt mal bitte, auf was genau können wir bei dir neidisch sein? Ah, ich hab da eine Idee. Was ist eigentlich mit ApoReds Uhren? Yo, Red, wie sieht's aus? Wo ist deine Rolex? Die Rolex hat mein Bruder. Und ab da wusste ich sowieso, er labert nur und es war irgendwie noch Fremdscham des Todes, mit ihm darüber zu sprechen, weil es war einfach nur unangenehm. Ich wusste, er labert, aber wollte das für ihn nicht unangenehm machen. ApoRed dazu. Aber ey, guck mal, wenn er mich fragt, ne, wo ist meine Rolex? Von welcher Rolex reden wir hier? Ich habe noch nie das auf YouTube eine Rolex geflext. Also, da muss ich auch sagen, ist einfach straight gelogen. Ne? Wie bei einer anderen, genau, bei dieser Taxi-Geschichte am Ende hat er auch hart gelogen. Aber der Rolex, ne? Welche Rolex? Seit wann habe ich jetzt auf YouTube mit einer Rolex von mir geflext? Ich habe noch nie gesagt, dass ich eine dicke, teure Rolex gekauft habe. Habe ich auch noch nie gesehen. Weißt du, was ich meine? Das habe ich noch nie gehört, das habe ich noch nie gesehen. Wann habe ich gesagt, ey Leute, meine neue Uhr? Das muss sich doch so weird anfühlen, wenn Mimi gleich beweist, dass er gerade ihn auch angelogen hat und er... Waschvideo muss auch noch rein in die Serie. Du wirst es, ne?
Soll bald ein neues Payback kommen oder wieso hier gehst du? Ja, soll es. Soll es tatsächlich. Noch nie im Uhrengame drin. Okay, was ist dann mit der Rolex hier, die du sogar markiert hast? Das ist eine Rolex Datejust Iced Out, die er auch schon ein halbes Jahr zuvor auf YouTube gezeigt hat, wo er extra die Zuschauerfrage reingenommen hat, welche Uhr er sich als nächstes holt. Nächste Uhr. Oh, auch heftig. Da habe ich mir hart Gedanken gemacht. Hart Gedanken gemacht. Also, entweder... Guck mal, das ist an sich eine schicke Uhr. Na? Nein! Aber ich habe mir gedacht, vielleicht ein bisschen zu klein für mich. Aber entweder... Diese hier, die Datejust, mit dem Jubilee-Armband in Ice Out und eventuell blaues Ziffernblatt. Okay. Oder GMT Master 2 komplett Ice Out, sieht so aus. Was gibt's noch? AP Ice Out, so? Es ist schon seltsam, warum... Ich finde das so merkwürdig, ohne Witz. Zu viel Ice Out, also ich verstehe... Nee, ich bin da komplett raus, Alter. Also, ich finde das... Ja, ich finde das sieht super cringe aus, muss ich ehrlich sagen. So, du hast eine Uhr, die einfach... Einfach komplett mit Diamanten besetzt ist, so. Bruder, wie laut willst du es noch sagen, dass du Geld für Uhren ausgibst, so? Chill. Chill doch. Vor allen Dingen so am Handgelenk durch die Gegend rennen damit, so. Ich versteh's nicht. Das ist, pack die in eine Vitrine, freu dich zu Hause drüber, so, aber ach, das, ist halt, ich, das macht keinen Sinn in meinem Kopf, also so gar nicht. Warum er jetzt aber sagt, dass er gar nicht im Uhrengame drin ist. Er hat aber nicht nur mit der Datejust geflext, sondern vorher auch mit der Rolex GMT Master 2. Munich Wristbusters haben allerdings aufgedeckt, dass die fake war. ApoRed hat kommentiert, dass er 2016 drei Fake-Uhren aus Türkei hatte, die er aber verschenkt hat. Wahrscheinlich so wie das Tom Ford Fake-Parfüm Kappa. Außerdem hat er ja nie damit gepusht und... Mark Gebauer fühlt sich jetzt persönlich angegriffen. Er trägt keine Uhren. Mark Gebauer trägt keine Uhren. Macht er auf jeden Fall selber. Er verkauft die nur. Und sammelt wahrscheinlich auch selber viele so. Aber tragen? Nein. Oder angegeben, dass sie echt war. Was ziemlich merkwürdig ist, denn er hatte Rolex auf dem Bild markiert und hat erst nach Munich Wristbusters die Markierung entfernt. Auch schreibt er, dass sein Uhrengame erst 2021 startet. Das Gespött in den Comments kann ApoRed's fragiles Ego natürlich nicht auf sich sitzen lassen und so kommentiert er einen Tag später nochmal, dass Munich Wristbusters mal darauf hinweisen soll, dass das Bild von 2017 ist und man ihn jetzt mit Rolex Datejust Iced Out sieht und mit einer Rolex GMT Master 2 zur Hälfte Iced Out. Hä? Ich dachte, das Uhrengame startet erst 2021. Komm! Ey, ohne Witz, ne? Das kannst du doch keinem erzählen, Mann. Wie kann man denn so ein fragiles Ego haben? Als ob er fragiles Ego studiert hat. Komplett verwirrt gucke ich mir dann ein Wie-viel-ist-dein-Outfit-Wert-Video von 2019 an. Und ApoRed sagt folgendes. Was haben wir noch? Uhr. AP Royal Oak. Mit dem schwarzen Zifferblatt. Ich war kurz davor, die mit dem blauen zu holen. Hab mich für die entschieden, weil ich finde die irgendwie ein bisschen schicker und ich trage auch Schmuck halt so schwarz, silber. Dachte ich so, okay, ist besser vielleicht. Die kostet ungefähr so 21.000. 18.600 Zeit, also weiß ich noch. Aber Kollegen, oder? Ja, so über Ecken und Kanten und so, weißt du. Aber auch, Hauptsache mit Zertifikat, ne? Natürlich, das ist ja ganz wichtig. Hä? Ist er jetzt doch wieder im Uhrengame? Hm, was sagt er denn ein Jahr später wieder beim Wie viel ist sein Outfit wert? Ich würde auch aus Sicherheitsgrund. Ey, Digga, ganz ehrlich, das ist doch so lost. So ein, wenn du eine Uhr hast, die 18.000 Euro kostet, so, dann trägst du die doch nicht einfach draußen rum. Das ist doch Wahnsinn. Also jetzt mal beim Butter bei die Fische, das ist doch völlig Wahnsinn, mit sowas am Handgelenk durch die Gegend zu rennen. Das ist doch völlig dumm. Ich würde ja auch nicht 18.000 Euro in einem Portemonnaie durch die Gegend damit durch die Gegend laufen. Das ist völlig dämlich. Ja, also du kannst dein Auto oder mit dem Schlüssel noch steckend auf der Straße stehen lassen und die Tür doch aufmachen, so. Also, das ist völlig Wahnsinn. Das sind Wertgegenstände, wenn überhaupt. Und da sollte man mit denen auch so umgehen. Es macht halt gar keinen Sinn. Und hey, da bin ich komplett raus, ey. In München ganz normal. Dann ein weiterer Beweis, dass ihr Bayer verrückt seid. Wertformat. Okay, was haben wir noch? Eine Uhr sieht man ja selten bei dir. Was haben wir da? Die gleiche hat man auch bei... Guten Abend. Bei Lamborghini haben wir sie wieder gedreht. Ich weiß nicht, vielleicht kennt einer eine Insider-ID. Ist eine GMT Master 2. Ja, wollen wir mal die Kamera zeigen ein bisschen? GMT Master 2. Zur Hälfte Ice Out. Ich muss aber zu der Uhr sagen, dass die nicht mir gehört, sondern einem Kollegen. Aber so, unter uns Kollegen, Brüdern, wir teilen manchmal so. Was ist meine? Der fährt einen Wagen, der eigentlich eine geile Uhr aus. Ich gebe mal Klamotten her und so. Ist nicht meine Uhr, aber ich trage die mal voll oft so, ne? Auch süß. Okay. In Uhren habe ich bisher noch keine richtigen angeschafft. Hä? Ich dachte, er hat die AP Royal Oak für 18.600 Euro gekauft. Auch dieses Format so, ne? Ich finde das so cringe. Wie teuer ist dein Outfit so? Ich finde das so cringe. So doll.
auf. Das macht alles keinen Sinn mehr. Aber jetzt wissen wir schon mal, dass die Hype-Iced-Out GMT Master 2, die er unbedingt bei Munich Wristbusters erwähnen wollte, nicht mal seine ist. So, und jetzt kommt der absolute Mindfuck. Die AP hatte er in mehreren Prinz Markus-Videos an. Hier zum Beispiel, als die beiden mit Leon auf Inscope reagiert hatten. Oder hier bei einem Umstyling von Prinz Markus, was auch am gleichen Tag gefilmt wurde, wenn man die Klamotten von beiden anschaut. Es ist exakt diese Uhr, die er für 18.600 Euro gekauft haben will. Die kostet ungefähr so 21.000. 18.600 bezahlt. Die Uhr, wo er sich zwischen blauem und schwarzem Ziffernblatt doch für das Schwarze entschieden hat. Mit dem schwarzen Ziffernblatt. Ich war kurz davor, die mit dem blauen zu holen. Hab mich für die entschieden. Die Uhr, von der er auch das Zertifikat hat, weil das natürlich ganz wichtig ist. Hauptsache mit Zertifikat, ne? Natürlich, das ist mir ganz wichtig. Okay, jetzt passt auf. ApoRed macht am 16.07.2020 ein Reaction-Video auf das damalige Umstyling-Video mit Prinz Markus. Und um hier noch präziser zu sein, dass das die AP ist, gucken wir auf das Datum der Datei, die er abspielt. Ich glaube, das Ding ist schon wirklich ein Jahr alt. Das Video ist, glaube ich, echt ein Jahr alt, oder? Ich weiß nicht, ich guck mal ganz kurz. Bro, das ist einfach ein Jahr alt. Das Prinz Markus Umstyling ist vom 29.07.2019. Dein Kanal heißt einfach Fahrrad. 2019 und das Wieviel ist dein Outfit-Wert-Video ist ebenfalls aus dem Zeitraum. Es ist exakt diese Uhr, hat es jetzt jeder verstanden, ja? Okay, und jetzt sagt ApoRed in seiner Reaction auf das Umstyling-Video folgendes. Ich habe eine Supreme Louis Danube Seidentasche, übelst kranke Tasche. Und ich hatte noch ein bisschen Schmuck, ich weiß nicht, ich glaube ein bisschen was von Dior, ein bisschen was mein Papa gesneakt. Und ich hatte noch eine AP. Zu der AP muss ich sagen, ich weiß nicht, ob sie legit ist, weil die gehört nicht mir, die gehört halt einem Kollegen von mir. Er sagt, die ist real, keine Ahnung. Also ich bin jetzt nicht so gut mit ihm, ich weiß nicht, ob er die Wahrheit sagt oder nicht. ApoRed hat hier wie immer eiskalt gelogen. Er What the hell? Also er leiht sich eine super teure Uhr von jemandem, mit dem er nicht so gut ist und weiß nicht, ob die super teure Uhr echt ist. Und hier flext er damit, dass die echt ist und dass er, ne, mit Freunden teilt man ja. Ohne Witz, der Kerl lügt dann einfach echt so viel, dass die Lügen ihm einfach ins Genick fliegen. Sich wahrscheinlich kurze Zeit später einfach nicht mehr an die Lügen erinnern. Und dann sagt er bei der Prinz Markus Uhr wieder, dass er nicht so im Uhrengame drin ist. Die Uhr ist aber sehr, sehr, sehr... Die Uhr ist sehr, sehr krass. Sehr wild. Die hätte ich am liebsten auch, aber ich glaube sogar eher mit diesem Silber-Ding. Ich bin nicht so im Uhrengame. Ey Leute, ich bin nicht so im Uhrengame. Ihr wisst ja, ich bin so der... Herr ApoRed meinte doch meiner Insta-Story, dass er 8 Uhren hat. Ja, vielleicht 8 Uhren aus der Türkei. ApoRed hat also weder krasse Immobilien noch Kohle. Die Kohle, die er hatte, hat er so, wie es aussieht, in Autos gesteckt, die er jetzt auch nicht mehr hat. Und seine Uhren sind entweder fake oder von Kollegen ausgeliehen. Oder das ist auch nur eine Ausrede mit dem Kollegen, damit er mit seinen Fake-Uhren immer sagen kann, dass sein Kollege meinte, sie ist echt. So kann ApoRed das Ganze immer von sich wegschieben. Ich persönlich finde es halt ein bisschen merkwürdig. Von welchem Kumpel, mit dem man nicht so gut ist, leiht man sich eine vermeintliche Luxusuhr im Wert von 21.000 Euro aus? Das ist das, was ich mich auch sofort gefragt habe. Hab ich noch nie gehört. Der Typ ist einfach jahrelang der größte Blender in allen Bereichen gewesen und keiner hat das so richtig gemerkt. Jetzt fragt sich aber der ein oder andere, ja, wenn er so arm ist, wie kann er denn ganze Zeit draußen essen gehen? Dazu hat Malik, der ApoReds Nachbar in der Türkei war, folgendes gesagt, während er Bahsch kritisiert hat. Ich schwöre bei Gott, ich wollte sagen. Ach, der hier, das ist der Kibs Haram, genau. Ach, der ist in seine Nachbarschaft gezogen. Ach, das ist doch... Mois Bruder oder nicht Mois Bruder? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin verwirrt mittlerweile. Eigentlich gar nicht liegt und das juckt mich absolut gar nicht. Das juckt mich, dieses Thema juckt mich nicht. Aber wenn dieser Typ herkommt und auch meine Meinung das trotzdem veröffentlicht, muss ich das sagen. Ich schwöre, alleine an der Aussage, die ich gleich droppen werde, merkt man einfach, dass dieser Typ weird ist. Er ist einfach weird. Er sagt, wir waren dabei, eine Foodtour zu drehen. Zu mir sagt er das. Er sagt, Bro, weißt du, was voll weird ist? Wir waren dabei, eine Foodtour zu drehen. Wir haben zwei Spots gemacht und beim zweiten Spot, er hat nicht mal selber bezahlt, er hat mit Story bezahlt. Und er erzählt mir das, als wäre es das Unkorrekteste der Welt. Es ist weird. Und jetzt? Wieso ist das so schlimm? Ja, es ist auch nicht schlimm, wenn er mit Instagram-Stories bezahlt, damit er auch mal eine warme Mahlzeit essen kann. Ich würde es vielleicht auch so in seiner Situation machen, wenn das Geld nur für Brot und Käse weird, reicht. Oh, Leute, vertraut mir doch einfach. Manchmal kommen diese einfachen Dinger auch immer sehr, sehr gefährlich. Aber dann würde ich nicht im Internet erzählen, wie reich ich bin und dass alle neidisch darauf sind. Und jetzt kauft mein Merch, Link in der Beschreibung. Nächstes Video kommt dann in ein paar Tagen oder so. Ja, das ist halt legit weird. Stell dir mal vor, du bist einfach echt der, du machst einen auf maximal super rich so und dann sollst du ein Essen bezahlen, dass das nicht die Welt kostet und du fragst, ob du das mit deiner Instagram-Story machen darfst. Also ich wäre gerne an dem Punkt, wo ich Essen mit einer Instagram-Story bezahlen kann. Dann würde ich wahrscheinlich auch mehr essen gehen. Aber, aber es ist schon anders wild. Ach du Scheiße.
Thank you.